Leider hat sich unser nächster Hauptredner verspätet. Kostas Papanastasiou ist leider nicht da, aber ist ein ganz wichtiger Stützpfeiler in Berlin für die Griechenland-Solidaritätsbewegung. Sänger, Poet und Schauspieler, hat er uns damals beim Volksentscheid in Stützen unterstützt. Uruguay, Wasser ist Menschenrecht, das muss auch in unsere Verfassung, hat er damals schon gesagt. Wir warten und gehen im Moment über auf das offene Mikrofon. Ich darf herzlich begrüßen Eva Quistorp von Frauen für den Frieden. Eva Quistorp war eine der ersten Netzwerkerinnen der Friedens- und Frauensbewegung weltweit, Europaabgeordnete und im Bundesvorstand der Grünen. Sie wird uns jetzt ein paar Worte zu Frauen und Wasser sagen. Herzlich willkommen, Eva. Bonjour, buenos dias. Wir sind hier heute Teil einer internationalen Bürgerinnenbewegung. Und wir sind Teil einer europäischen Bürgerrechtsbewegung. Wir sind, wie ihr seht, mit Wassernixen und Bären und Füchsen verbunden, mit denen, die insgesamt für mehr Volksentscheide eintreten, mit denen, die jahrelang hier in Berlin am Energietisch gearbeitet haben. Hier, ich bin hier hinter meiner Mütze versteckt, lieber Bär. Und wir sind, wie Dorothea gerade schon gesagt hat, Teil einer Wasserfriedensbewegung. Ich habe heute das Wort das erste Mal gehört. Ich finde es wunderbar. Denn ich brauche, glaube ich, auch kaum noch zu erklären, was Wasser mit Frauen und was Wasser mit Frieden zu tun hat. Christian Hecht hat es schon gesagt. Die Geschichte der Demokratie, die Geschichte der Bürgerrechte, die Geschichte der friedlichen Städte, der friedlichen Dörfer, der ist ganz eng mit dem Wasser verbunden. Wenn euch das Wort Brunnenvergiftung noch etwas sagt, Brunnenvergiftung waren die schlimmsten Kriegsverbrechen, weil sie unmittelbar die Menschenrechte, unmittelbar die Nahrung, unmittelbar die Lebensmittel bedrohten. So müssen wir heute gegen die Brunnenvergifter angehen, die Kriegsverbrechen und Bürgerrechtsverbrechen, Verbrechen an den Grundrechten der Menschen vorbereiten. Ich halte sie wirklich für kriminell, die großen Wasserkonzerne und die großen Energiekonzerne. Das sieht man hier in Berlin nicht so, weil es uns relativ gut geht. Aber wir müssen auch deshalb, wie gerade Dorothee gesagt hat, so stark für Energie und Wasser und auch Lebensmittelversorgung, finde ich, und auch Mobilitätsversorgung in Bürgerinnenhand hier und in unseren europäischen Städten eintreten, als Akt der Solidarität mit den Millionen von Frauen und Mädchen, die täglich Wasser schleppen müssen, denen die Brunnen durch den Klimawandel austrocknen, deren Wasserpreise teurer werden, nicht nur durch Konzerne, sondern durch die Finanzkrise, die sie unmittelbar erleben. Das heißt, wenn wir hier für Wasser in Bürgerinnenhand und Energie in Bürgerinnenhand in Berlin eintreten, tun wir das in Solidarität mit Millionen von Frauen und Mädchen, die täglich um sauberes Trinkwasser bangen, die keine Toiletten haben, die darum Angst um die Gesundheit ihrer Kinder und ihrer eigenen haben. Vielleicht könnt ihr euch jetzt mal hineinversetzen, obwohl wir hier frieren, in afrikanische Frauen in einem Dorf in Mali oder Senegal, wo es 40 Grad Hitze im Schatten gibt und wo die überlegen, wie sie ihren Kindern Wasser bringen. Diese Frauen müssen wir mit in unserem Hinterkopf haben, wenn wir hier weiterkämpfen und wenn wir aushalten. Es gibt inzwischen Wasserpartnerschaften mit Frauenprojekten in Afrika, mit Frauenwasserprojekten in Brasilien. Und ich hoffe, wir werden mindestens 5 Millionen, wir sollten 10 Millionen werden in Europa. Wir müssen unsere Partnerschaften zu Paris, zu Prag, zu Athen, zu Lissabon, zu Rom gerade jetzt in der Finanzkrise stärker machen, damit wir mindestens 10 Millionen Bürgerinnen in Europa werden, die Bürgerinitiative unterstützen. Und wir müssen Herrn Barnier und den anderen EU-Kommissaren, aber auch den Büros von Suez und Veolia auf die Füße treten und nicht ihr Business as usual weitermachen lassen.